Datenmissbrauch durch Unternehmen, fehlende Datensicherheit im Internet, das waren die Stichworte, die Verbraucherinnen und Verbraucher in den letzten Jahren verunsichert haben. Es gibt tagtägliche Meldungen zu gestohlenen Identitäten, gehackten Passwörtern oder Phishing-Attacken. All das verunsichert uns. Und das hat auch gerade eine repräsentative Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes ergeben. Die Ergebnisse stellen wir auf der Online-Veranstaltung IT-Sicherheit im Verbraucheralltag stärken vor. Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Veranstaltung des Bundesverbandes der Verbraucherzentrale heute am späten Nachmittag zum Thema IT-Sicherheit im Alltag. Und welche auch politischen Fragestellungen stecken hinter diesem Thema? Das alles wird uns beschäftigen, nicht zuletzt die neue Corona-Warn-App, die ja heute rausgekommen ist. Digitale Produkte und Systeme sind häufig so komplex und kompliziert geworden, dass der Einzelne von uns das kaum verstehen, kaum selber überblicken kann. 9 von 10 Befragten in einer repräsentativen Umfrage sagen, dass es sehr wichtig oder wichtig ist, dass ihre vernetzten Geräte und digitale Anwendungen bei der Anschaffung in Sachen Daten- und IT-Sicherheit schon dem Stand der Technik entsprechen. Was die Bereitstellung von Schutzmaßnahmen durch Anbieter angeht, erwarten 2/3 der Befragten, dass Sicherheitsupdates für einen verpflichtenden Zeitraum zur Verfügung gestellt werden. Knapp die Hälfte der Befragten erwartet die Bereitstellung einer 2-Faktor-Authentifizierung. All das hat eine repräsentative Befragung ergeben, die wir im Internet unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern haben durchführen lassen. Eine sichere und datenschutzfreundliche Technikgestaltung ist entscheidend. Produkte und Dienste müssen bereits bei der Entwicklung und Implementierung ein hohes Maß an IT-Sicherheit nach dem Stand der Technik erfüllen. IT-Sicherheit und Datensicherheit müssen nicht nur erfüllt sein, wenn ein Produkt das Werkstor oder das digitale Werkstor verlässt. Hersteller sollten bei später auftretenden Sicherheitslücken im Rahmen der berechtigten Verbrauchererwartung zur Nutzungsdauer eine Pflicht zum Sicherheitsupdate treffen. Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik werden wir in der Novelle des IT-Sicherheitsgesetzes nun explizit auch erstmals die Aufgabe des Verbraucherschutzes zuweisen. Wir stärken dieses Amt, und das wird dann immer wichtiger werdendes Instrument im Konzert der gesamten Sicherheitsbehörden, dadurch als neutrale Stelle für Fragen zur IT- und Cybersicherheit, eben auch für Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn irgendjemand in eine medizinische Datenbank eindringt sozusagen und rausfindet, welche Blutgruppe ich habe, dann ist das ärgerlich, dass in dem Fall Datenschutz verletzt worden ist und diese Information einem Unbefugten in Hände gefallen ist. Wenn der aber reingeht und dort meine Blutgruppe verändert, dann kann mich das notfalls oder schlimmstenfalls mein Leben kosten bei der nächsten Bluttransfusion, die vielleicht aufgrund einer solchen Datenbank durchgeführt wird. Insofern sehen wir, Datensicherheit ist nicht weniger wichtig als Datenschutz. Da, wo Daten manipuliert werden und Ähnliches, ist das auch ein großes Thema des Verbraucherschutzes allemal. Denn die Angriffsflächen für Spionage, für Kriminelle, für Betrüger im Cyberraum, die haben sich eben nochmal durch diese Homeoffice-Verlagerung deutlich vergrößert. Durch den vermehrten Einsatz privater Hardware dabei im beruflichen Umfeld steigen die Herausforderungen für die IT-Sicherheit. In diesem Paris Call werden 9 grundlegende Prinzipien vereinbart. Eines davon haben wir gerade schon gehört, Security by Design, welche unter der gemeinsamen Verantwortung aller Unterzeichner das Vertrauen, die Sicherheit, die Stabilität im Cyberspace verbessern sollen. Dieser nationale Pakt für Cybersicherheit, den wir hier von Deutschland aus betreiben, wird sich mit eigenständigen Maßnahmen an diesen Themen in den nächsten Monaten und diesem Prozess, diesem weltweiten Prozess beteiligen, einbringen. Denn Deutschland ist natürlich auch im Cyberspace keine Insel. In der Marktbeobachtung haben wir das Ohr am Puls der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir kennen die Sorgen und Nöte, wir kennen die Probleme und natürlich auch die spezifischen Sichtweisen. Und wir haben 2000 Personen befragt. Und das Ganze Anfang Mai, das ist also noch sehr aktuell. Und zu den Kernergebnissen, da sieht man, für die überwältigende Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ist Daten- und IT-Sicherheit ein wichtiges Thema. Die geben nämlich an, dass sie sich wünschen, dass ihre Geräte, ihre Anwendung und ihre Daten vor einem unberechtigten Zugriff geschützt werden. Das hat hohe Priorität. Wenn wir uns jetzt angucken, was den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Einzelnen wichtig ist, dann sehen wir hier die Top 5 Themen. 4 davon drehen sich um Updates und Betriebssystem.
Das heißt, wie lange ich Updates bekomme, dass das transparent gemacht wird, dass nach Sicherheitslücken relativ schnell ein Update eingespielt wird und insgesamt das Betriebssystem aktuell ist, das gehört zu diesen wichtigen Themen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und eine Zahl möchte ich in dem Zusammenhang besonders hervorheben, und zwar wünschen sich immer noch 85% der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass die Anbieter die Angriffsfläche für digitale Bösewichter von vornherein minimieren durch Voreinstellung. Mehr als die Hälfte der Befragten sagt, sie verlassen sich auf die voreingestellten Sicherheitseinstellungen. Also Security by Default spielt eine große Rolle in dem Zusammenhang. Und auch gerade die Hälfte, 52% der Verbraucher sagen, der Verbraucherinnen, sie würden sich gerne stärker um Sicherheit kümmern, um ihre Sicherheitseinstellungen, aber die sind schwer zu finden. Also da gibt es Hürden offensichtlich von der Anbieterseite, die es ihnen schwer machen, ihre Sicherheit, ihre Daten- und IT-Sicherheit zu erhöhen. Und jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz des Landes Schleswig-Holstein. Hallo. Hallo. Florian Schumacher vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Hallo. Anna Biselli von Netzpolitik. Und Lina Ehring von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Ja, hallo in die virtuelle Runde. Für uns, Herr Müller hat es ja schon angedeutet und Herr Schariot in der Umfrage hat es ja auch nochmal bestätigt, ist vor allem wichtig, dass Verbraucher, wenn sie vernetzte Geräte, aber auch digitale Anwendungen verwenden, dass sie darauf vertrauen können, dass sie sicher sind. Also sprich sozusagen, dass sie sich keine Gedanken machen müssen, ist mein Gerät sicher, sondern sie können davon ausgehen. Die Schlagwörter, die wir im Datenschutz verfolgen, Privacy by Design, Privacy by Default, das Gleiche auch im Sicherheitsbereich, Security by Design und Security by Default. Das BSI arbeitet hier auch beispielsweise eng mit der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen zusammen, die einen sogenannten Phishing-Radar unterhalten, und wir tauschen uns da oft über konkrete Fälle von Phishing aus. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Thema Phishing jetzt auch besonders in Corona-Zeiten ein wichtiges und ein großes Thema ist, da man einfach bei den Verbrauchern und Verbrauchern natürlich eine Unsicherheit erlebt über die aktuelle Situation und die Maßnahmen, die daraus abgeleitet sind. Man hat einen großen Zeitdruck, beispielsweise durch Homeschooling, durch Homeoffice muss man vielleicht noch schnell eine E-Mail beantworten zwischendurch etc. Und man fokussiert sich dann aus Angreifersicht natürlich auch auf aktuelle Themen wie Corona. Ich hatte mal eine Recherche dazu, wie eben Menschen primär bei eBay, Kleinanzeigen oder anderen so Kleinanzeigenportalen Betrug erfahren haben und habe dann mit ganz vielen Betroffenen geredet. Und der Großteil der Leute ist eben nicht zur Polizei gegangen, weil sie auch gesagt haben, sie schämen sich dafür. Betroffene haben einem auch gesagt, dass wenn sie zur Polizei gehen und eine Anzeige machen, dass ihnen da auch kaum weitergeholfen wird, weil dann zum Beispiel Beamte sagen, naja, das wird man eh nicht ermitteln. Und ich glaube, da braucht es einfach gezielte Unterstützung und auch eben dann die Erfahrung, dass man nicht allein gelassen wird und dass dann was getan wird oder zumindest versucht wird, so viel zu tun wie möglich und man dann nicht nur der Depp ist, der drauf eingefallen ist. Wir reden ja die ganze Zeit, was können die Verbraucher tun? Natürlich kann man durch Aufklärung, Aufbau von Kompetenzen, Sensibilisierung beim Verbraucher, bei der Verbraucherin ganz viel bewirken. Aber es geht ja auch darum, wie können wir das von vornherein verhindern? Und da sollten wir den Blick auch nochmal auf die Unternehmen lenken. Es gibt immer noch genug E-Mail-Anbieter und Anbieter von Shops etc., wo ich mich irgendwie einlogge und wo es keine Anforderungen an die Passwortstärke zum Beispiel gibt. Und da ist ein Punkt, sowas sollte nicht mehr möglich sein. Man sollte als Anbieter quasi seine Systeme so konfigurieren, dass Passwörter immer eine oder bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. Das heißt, so Passwörter wie 1, 2, 3, 4 gehen einfach nicht. Ich frage mich halt immer, wenn ich ein Hersteller bin und ich benutze Teile anderer Hersteller und ich bin jetzt dazu verpflichtet oder ich verpflichte mich selbst dazu, gewisse IT-Sicherheits, Kriterien einzuhalten, dann tritt aber plötzlich eine Sicherheitslücke bei einem Teil auf, das ich selber gar nicht hergestellt habe, aber verwende. Und wie komme ich denn dann jetzt an denjenigen dran, der das hergestellt hat, wenn der jetzt ganz woanders ist? Ich habe jetzt gerade die Ergebnisse von unserer Mini-Umfrage reinbekommen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Und tatsächlich ist es so, dass so jeder zweite ungefähr, also fast 50%, antwortet auf die Frage, verwenden Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung immer, wenn es mir angeboten wird. Das ist so jeder zweite in unserer Mini-Umfrage. Und ich glaube, daran kann man das
auch noch mal ganz gut sehen und auch vielleicht noch mal so zusammenfassen, nämlich dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sehr stark mit dem eben gehen, was ihnen angeboten wird. Als eine Möglichkeit, ein Smart Home zu hacken, eigentlich immer bei jeder Präsentation, die man sieht, das geht über die Glühlampen. Wusste man, dass man seine Glühlampen patchen muss, also ein Update einspielt oder dass die bestimmte Sicherheitsmängel haben? Dieses normale, wir fassen etwas an als Gerät, das funktioniert ganz ohne Technik mit Elektronik, also nur Standalone, also so wie eben früher. Dass das jetzt anders ist und alles vernetzt ist und dass das auch bedeutet, dass das ein Einfallstor ist für Angriffe, das gehört noch zusätzlich mit dazu. Viele fragen gar nicht nach einem Update. Oder wenn Ihre Zahnbürste sagt, du musst jetzt mal ein Update machen, dann versteht man nicht, was das soll. Und deswegen wird auch sehr wenig bei den Händlern nachgefragt. Es geht darum, dass wir keine verpflichtenden Mindestanforderungen auf europäischer Ebene haben. Und insofern jetzt zum Beispiel auch Deutschland nicht national das IT-Sicherheitskennzeichen verpflichtend machen könnte, weil es dann halt auch innerhalb des EU-Binnenmarkts quasi nicht mehr ein Level Playing Field gäbe, sondern bestimmte Zutrittsbarrieren quasi für den deutschen Markt aufgebaut werden würden. Und wir brauchen auf europäischer Ebene Mindestanforderungen. Also das heißt, jeder Hersteller, ob der nun aus der EU kommt oder aus sonst wo, muss bestimmte Standards erfüllen, wenn er sich auf dem europäischen, also wenn er seine Geräte auf dem europäischen Markt verkaufen will. Wir haben ja ganz zu Anfang mal, haben wir Sie ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gefragt, haben Sie die Corona-Warn-App installiert oder würden Sie sie installieren? Und hier haben geantwortet 61%, ja, ich habe die App schon installiert. Und dann kommen hier 15%, ich werde die App sehr wahrscheinlich später installieren. 13%, nein, kommt nicht in Frage. Und 10%, ich habe mich noch nicht entschieden. Also ich denke, das bleibt sehr spannend. Ich war persönlich nicht bei diesem Corona-App-Projekt involviert. Ich kann aber dazu sagen, dass das BSI zufrieden ist mit dem Verlauf. Wir haben versucht, das Höchstmaß an IT-Sicherheit zu gewährleisten, waren über den gesamten Entwicklungsprozess von Anfang an dabei und haben unter anderem Code-Reviews gemacht, Penetrationstests gemacht und wenn kritische Schwachstellen aufgefallen sind, die dann auch sofort transparent gemacht und die dann gemeinsam mit den Entwicklern behoben. Die Debatte um die Apps, um Bedrohungen aus dem Netz und auch unserer technischen Geräte, ja, die geht natürlich weiter, die begleitet uns auch lange über diesen schönen Abend und diese schöne Runde hinaus. Wenn Sie Probleme oder auch ganz konkrete Fragen haben zu Fällen, die vielleicht Ihnen passiert sind, viele Verbraucherzentralen bieten auch Beratung an, also schauen Sie auf die Webseite für einen Überblick, einfach www.verbraucherzentrale.de oder www.verbraucherzentrale-marktbeobachtung. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Expertinnen und Experten, und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen ganz schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ich verabschiede mich. Svea Eckert ist mein Name. Machen Sie es gut.